Ach, wenn ich doch mehr Zeit hätte. Diese Klage höre ich oft. Dabei haben wir doch gar nicht einmal so wenig Zeit. 86.400. Sagt Ihnen diese Zahl etwas? So viele Sekunden hat ein Tag. Das ist doch gar nicht so wenig, aber trotzdem, sie vergehen schnell. Die Anzahl der Sekunden, Minuten oder Stunden pro Tag können wir zwar nicht erhöhen, aber wir können uns überlegen, was wir mit dieser Zeit machen, wie wir sie am besten nutzen. Damit beschäftigt sich das Zeitmanagement. Was Zeitmanagement ist und was Sie damit anfangen können, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Wir werden uns damit beschäftigen, wie Sie Ihre Zeit am besten managen können und wie Sie damit Ihre Produktivität erhöhen. Übrigens gibt es natürlich keinen einzigen richtigen Weg, Ihre Zeit zu managen. Ihr Zugang zum Zeitmanagement hängt davon ab, was für Sie wichtig ist, welche Ziele Sie haben und ganz allgemein von Ihren persönlichen Präferenzen. Ich möchte Ihnen hier also kein Zeitmanagementsystem verkaufen oder Sie von einer ganz besonderen Zeitmanagementmethode überzeugen. Stattdessen möchte ich Ihnen ganz einfach einige zentrale Konzepte und Strategien des Zeitmanagements aufzeigen. Sie können dann daraus wählen, was für Sie persönlich relevant ist und was zu Ihrer Persönlichkeit und zu Ihrem Arbeitsstil passt. Wenn Ihnen diese Hinweise helfen, Ihre Zeit etwas effektiver und effizienter zu managen, dann haben Sie schon viel erreicht. Gutes Zeitmanagement bringt viele Vorteile. Wenn Sie es schaffen, Ihre Zeit gut zu managen, reduziert das Stress. Über längere Zeit hinweg kann negativer Stress zu Depressionen und Burnout führen. Durch richtiges Zeitmanagement können Sie solchen Stress reduzieren. Außerdem hilft Ihnen Zeitmanagement dabei, Ihre Produktivität zu erhöhen. Indem Sie Ihre Zeit managen, schaffen Sie es, mehr in der zur Verfügung stehenden Zeit zu erreichen. Außerdem hilft Ihnen Zeitmanagement bei Ihrer Work-Life-Balance. Wenn Sie sich Ihre Zeit gut einteilen, dann fällt es auch leichter, ein gesundes Gleichgewicht zwischen dem Arbeitsleben und Ihrer Freizeit zu finden. Na dann, worauf warten wir noch? Fangen wir an! Immerhin haben wir schon einen erheblichen Teil der 86.400 Sekunden dieses Tages verbraucht.